Willkommen zu unserer Vorlesung Handelsrecht, diesmal mit deutlich verkleinerter Gruppe. Wir sehen, die Videoaufzeichnung hilft. Wir sind immer noch beim Thema 2, das Handelsregister, was aber nicht sehr schlimm ist, weil das Handelsregister ist mit das Wichtigste in Klausuren. Das heißt, das müssen Sie auch wirklich gut beherrschen. Ich habe letzte Stunde über ganz viel geredet, aber habe Ihnen gesagt, das müssen Sie alles nicht wissen. Deshalb machen wir jetzt heute da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich bei Paragraph 15 HGB. Und meine erste Aussage war, 15 HGB findet nur Anwendung, wenn es um Vertragsbeziehungen geht. Der Grund dafür ist einfach, wenn Sie sich vom Auto anfahren lassen, gucken Sie vorher nicht in ein Register. Ja, also denken Sie daran, es gilt nur, wenn es um irgendwelche vertraglichen Beziehungen geht, weil da können Sie sich vorher Gedanken machen, beim Deliktsrecht nicht. Gut? Ja. Gucken wir uns einen schwierigen Fall an, um Ihnen deutlich zu machen, worum es geht. Also, wir haben eine K-GmbH. Ja? Und die hat einen Prokuristen P bestellt, was immer ein Prokurist auch ist, das müssen Sie ja nicht wissen, und hat ihm die Prokura im Februar 2013 entzogen. Dies wird Anfang März 2013 im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht. Dennoch kauft der P Ende März 2013 von V für die K-GmbH unter Vorlage einer Vollmachtsurkunde, die ihm die K-GmbH ausgestellt hatte, zwei neue Geschäftswagen. Und alle, die jetzt ganz lange wild im Handelsgesetzbuch rumblättern, haben Pech gehabt, denn theoretisch sollten sie diesen Fall schon im ersten Semester lösen können. Es geht nur um Paragraphen, die im BGB stehen. Nämlich, welcher Paragraph im BGB hilft uns hier weiter? Ja, einmal 172 BGB, die Vollmachtsurkunde, und dann noch 173, der sagt, ich darf es nicht wissen oder wissen müssen. Wo prüfen Sie das in der Klausur? Wie würden Sie das wunderbar aufbauen, um mal hier wieder ein bisschen Gutachtenstil reinzubringen? Wir würden sagen, ein Anspruch des V gegen die K-GmbH könnte sich ergeben aus 433 Absatz 2 BGB, das setzt einen wirksamen Kaufvertrag voraus, der wiederum setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme voraus. Haben wir eine Willenserklärung des V? Ja. Wir haben keine Willenserklärung der K-GmbH persönlich, sie könnte aber wirksam vertreten worden sein. Wonach? Ah, das ist alles total einfach, sehen Sie? Das ist Erstsemester, das haben Sie damals perfekt gekonnt in der AG, da konnte man Ihnen das sagen. 164 Absatz 1 Satz 1 durch den P, das setzt voraus eine eigene Willenserklärung des P, ja, ziemlich offensichtlich, er hat selber entschieden. Was machen wir noch? In fremden Namen steht drin für die K-GmbH, besser geht es kaum, mit Vertretungsmacht. Vertretungsmacht hätten wir ein Problem, weil er ist ja schon entlassen und hat keine Prokura mehr. Aber was wissen wir? Die Entziehung nützt nichts, wenn er eine Vollmachtsurkunde vorlegen kann nach 172 und der andere es nicht weiß. Der weiß es nicht, also hat er hier wirksam vertreten, 172,173. Also haben wir zwei übereinstimmende Willenserklärungen, also haben wir einen Kaufvertrag, also ist die Antwort entstanden, ist nicht erfüllt, ist auch nicht sonst untergegangen, gibt auch keine Einreden, also Anspruch plus. Ja? Kein HGB. Sehen Sie das? Zauber, keine verdeckten Karten, keine Tricks. Und alle von Ihnen werden darauf reingefallen, weil da so tolle Worte wie GmbH und Prokurist auftauchen. Die Lektion hierbei ist, lassen Sie sich von sowas nicht irritieren, sondern versuchen Sie erstmal den Fall mit dem zu lösen, was Sie kennen.
Dieser Fall ist etwas schwieriger. Es gibt Klaus Mauns, der heißt so, und er ist Geschäftsführer der im Handelsregister korrekt eingetragenen Mauns GmbH. Er bestellt Ware beim Lieferanten L, wobei er nur angibt, für Mauns zu handeln. Die GmbH wird insolvent, kann jetzt der Lieferant L von Mauns persönlich Zahlung verlangen. Jetzt sind sie total verwirrt und es ist auch wieder nicht im HGB, es ist wieder BGB. Die Frage ist also, mit wem ist der Vertrag zustande gekommen? Ja? Aus der Lösung ist Absatz 164 BGB, muss er angeben, dass wir einen fremden Namen haben. Ja. Und ich würde sagen, da liegt die Problematik, weil er das nicht konkret, gesagt hat, dass er für die Mauns GmbH tatsächlich etwas kauft, sondern nur für Mauns. So ist es. Also auch hier wieder, er könnte die Mauns GmbH vertreten haben. Er hat eine eigene Willenserklärung abgegeben. Fraglich ist, ob die in fremden Namen erfolgt ist. Er hat gesagt, er handelt für Mauns. Das Problem ist, Mauns ist er selber. Das heißt, es ist für den Empfänger nicht klar, ob er sich selber verpflichten wollte oder die GmbH. Klar wäre es gewesen, wenn er GmbH verwendet hätte. Frage, was ist die Rechtsfolge, wenn das nicht klar ist? Ja? Ja, bevor wir zu 164.2 kommen, können wir noch einen Schritt zurückgehen. Wir können uns fragen, muss das ausdrücklich sagen? Kann ich auch Vertretung haben, ohne ausdrücklich zu sagen, für wen ich handle? Steht im Gesetz sogar drin, wenn Sie mal 164.1 Satz 2 sich angucken. Ja? Genau. Es kann sich auch konkludent aus den Umständen ergeben. Also lautet unsere Frage, ergibt sich das hier aus den Umständen, dass er für die Mauns GmbH und nicht für sich selber handeln wollte? Wann würde sich das aus den Umständen ergeben? Ja, wenn der wenn er Großbestellungen tätigt, ist das so, dass einzelne Leute nie Großbestellungen tätigen können. So, aus Ihrer Erfahrung. 10.000 Rollen Klopapier machen normale Menschen nicht. Ist das so? Einzelpersonen bestellen nie große Mengen. Nur GmbHs bestellen viel. Ich habe zum Beispiel jetzt hier 100 Skripten fürs Repetitorium drucken lassen. Auch eine Großbestellung. 100-mal das Gleiche. Bin ich GmbH? Nein. Bin immer noch Privatperson. Ja, das kann ja vielleicht schon mal sein, aber vielleicht eher darauf abstellen, ob das schon öfters gemacht hat bei diesem Lieferanten und dann auch wirklich gesagt hat, man uns GmbH schon kann. So ist es. Also der L ist dann nicht schutzwürdig, wenn er schon immer wieder mal Geschäfte gemacht hat und ihm klar ist, es ist immer die GmbH, der macht das nicht als Privatperson, der bestellt es immer für sein Unternehmen. Das heißt, wenn eine Geschäftsbeziehung besteht, oder wenn es wirklich völlig typisch ist, dass er hier nur für das Unternehmen handeln kann, dann nennen wir es ein unternehmensbezogenes Geschäft. Beim unternehmensbezogenen Geschäft muss ich es nicht sagen. Wenn er das alles nicht gemacht hat, sind wir in der Tat bei 164 Absatz 2 BGB und dann ist er selber Vertragspartner geworden und muss selber bezahlen. Auch hier kommt es nicht darauf an, ob die GmbH im Handelsregister eingetragen ist, ob er im Handelsregister eingetragen ist oder ob irgendwas in irgendeinem Register steht, weil wir von dem Verkäufer nicht verlangen, dass er ins Register guckt, um herauszufinden, wer eigentlich Mauns ist. Also auch da, das Register hilft uns nichts, solange wir irgendwas anderes außerhalb des Registers haben. Und hier haben wir gesagt, das Wort von ihm verweist nicht aufs Register. Soweit das System klar? Das ist BGBAT, das haben Sie alles im ersten Semester gemacht. Wenn einer dazu Fragen hat, ist das gut, dann stellen Sie die Frage jetzt. Denn jetzt wird es schwer. Möglicherweise sagen Sie das schon, wenn Sie nämlich eine Firma haben, die so heißt. Also wenn Sie sagen, Kiosk Schmidt, dann sage ich, ich bestelle mal für Schmidt. Also er muss nicht zwingend als Privatperson handeln, er kann ja auch als Unternehmer handeln, der keine GmbH hat. Also auch das ist denkbar. Also
Ich kann für jemanden handeln, der genauso heißt wie ich, nämlich für Restaurant Börskens. Gourmet Food für alle. So. Jetzt fangen wir an mit dem Inhalt des Handelsregisters. Sie erinnern sich düster, ich habe Ihnen gesagt, dieses Handelsregister gibt es bei den Gerichten, können Sie nach § 9 nachgucken. Und im Register finden Sie Eintragungen. Eintragungen können Sie nachschlagen für 4,50 Euro. Haben wir gehabt. Sie finden aber auch eingereichte Dokumente, die kosten nur 1,50 Euro. Also Sie haben die Wahl, das billige oder das teure. Und alles, worüber wir jetzt reden, ist das, was da oben steht, die Eintragungen. Nur die Eintragungen interessieren uns. Was gibt es da für Eintragungen? Wir haben schon mal gehört, es gibt zum Beispiel Kaufleute. Wir haben am Anfang geguckt in § 2, wo drin steht, ich kann mich als Kaufmann ins Handelsregister eintragen lassen. Wir haben gesehen, eben in dem Fall gab es einen Prokuristen und auch Prokuristen kann ich eintragen lassen. Oder, wenn Sie mal Gesellschaftsrecht machen, auch eine OHG, denn die OHG ist Handelsgesellschaft, haben wir gehabt, § 6, auch die wird eingetragen. Das kann man also alles eintragen. Und ja, diese Eintragungen können Sie dann nachschlagen. Demgegenüber sind Dokumente wirklich PDF-Dateien, die Sie runterladen können. Das ist zum Beispiel die Satzung einer GmbH, die jetzt verschwunden ist. Die Gesellschafterliste, wo drauf steht, wer ist in der GmbH beteiligt, oder die Liste der Aufsichtsratsmitglieder einer AG. Wenn Sie also gucken wollen, wen Sie bei VW zur Rechenschaft ziehen können, können Sie sich die Aufsichtsratsliste für 1,50 Euro ziehen, da stehen die Namen alle drauf. Gut, also § 15 HGB bezieht sich nicht auf die Gesellschafterliste, nicht auf die Aufsichtsratsliste und nicht auf die Satzung, weil das Dokumente sind. Sie bezieht sich dagegen darauf, ob jemand Kaufmann ist, ob jemand Prokurist ist oder ob es ein OHG ist, weil das Eintragungen sind. Diese Unterscheidung klar? Eintragungen sind die für 4,50 Euro. Dokumente sind einfach nur 1:1 abrufbar hinterlegte Unterlagen für 1,50 Euro. Und 15 HGB gilt nur für die zuerst genannten Sachen. Was wird eingetragen? Eingetragen werden nur Tatsachen. Für alle Leute, die Grundrechte lieben, der Gegenbegriff ist Werturteile, Sie erinnern sich. Tatsachen sind Umstände, die der Wahrheit entsprechen. Ja? Zum Beispiel, ich bin Kaufmann, ich bin nicht Kaufmann. Tatsachen können sein eintragungspflichtig und eintragungsfähig. Das ist auch nicht so schwer. Eintragungsfähig ist der Oberbegriff. Alle Tatsachen sind grundsätzlich eintragungsfähig, wenn es irgendwo eine Regelung gibt, die sagt, dass ich sie eintragen kann. Eintragungspflichtig ist die Tatsache, wo drin steht, ich muss sie eintragen. Gucken wir uns dazu mal ein paar Beispiele an. Eintragungspflichtig sind zum Beispiel die Firma und die Anschrift. Wenn Sie Kaufmann sind, müssen Sie Ihre Adresse im Handelsregister eintragen lassen. Das dürfen Sie nicht nur, das müssen Sie. Ja, Sie müssen eintragen, wo Sie erreichbar sind. Zweitens, wenn Sie eine GmbH haben, dann müssen Sie eingeben, wer vertritt die GmbH, nämlich die Geschäftsführer. Das heißt, da muss ein Name stehen, wer ist der Geschäftsführer der GmbH. Und ich habe eben gesagt, die Gesellschafter einer GmbH können Sie nur als Dokument einsehen. Die Gesellschafter einer OHG und KG werden auch eingetragen. Das heißt, Sie können gucken, wer ist hier persönlich haftender Gesellschafter, wer haftet also, wenn Sie jemanden verklagen wollen. All das ist eintragungspflichtig. Das darf man nicht nur eintragen, das muss man sogar eintragen. So, der Gegenbegriff, Sie erinnern sich düster, vor 2 Sekunden, war eintragungsfähig. Eintragungsfähig, was heißt das? Eintragungsfähig heißt, Sie dürfen es eintragen, Sie müssen es aber nicht eintragen. Und die Zahl der examensrelevanten Fälle ist sehr überschaubar. Zunächst mal können Sie sich eine Sache merken, Sie können nicht alles eintragen. Sie können nicht eintragen, meine Oma heißt so und so. Das Handelsregister ist nicht sozusagen die offizielle Facebook-Seite der Bundesregierung oder sowas. Also Sie können nicht reinschreiben, saß heute auf dem Klo, habe Tageszeitung gelesen, das geht nicht.
Sie dürfen nur Sachen eintragen, wo im Gesetz drin steht, dass die eintragungsfähig sind. Es gibt also einen Numerus Clausus der eintragungsfähigen Tatsachen. Warum hat man das so gemacht, fragen Sie sich jetzt. Um Sie zu ärgern? Nein, man möchte es natürlich automatisiert haben, es soll alles mit Computer gehen und es soll nicht zugespammt werden. Man möchte da nicht irgendwelchen Müll drin haben, es sollen nur die wichtigen Sachen drinstehen. Und was wichtig ist, entscheiden nicht Sie, sondern der Gesetzgeber. Zum Beispiel, wir werden noch lernen hier M&A, damit Sie groß einsteigen können in die Anwaltskanzleien. Und da ist es so, wenn Sie ein Unternehmen übernehmen, haften Sie für die Schulden, die vor Ihrem Beitritt begründet worden sind. Das können Sie aber ausschließen durch eine Eintragung im Handelsregister. Ob Sie das ausschließen wollen, ist Ihre Sache. Wenn Sie es nicht eintragen, können Sie aber nicht darauf berufen. Ja? Eine andere Sache haben wir schon kennengelernt, der Kannkaufmann. Der Kannkaufmann heißt deshalb Kannkaufmann, weil er sich eintragen kann, aber nicht muss. Der Ist-Kaufmann muss sich eintragen, der Kannkaufmann hat die Wahl. Es ist eintragungsfähig, das Unternehmen, weil es klein ist, aber nicht eintragungspflichtig. Klar? Aber so schwer ist das nicht. Jetzt wird es immer schwieriger. Sie sehen, die Schwierigkeit steigert sich langsam. Wir können nicht nur differenzieren danach eintragungspflichtig und eintragungsfähig, sondern wir können auch differenzieren danach, welche Folgen hat denn die Eintragung. Und zwar gibt es sogenannte konstitutiven Eintragungen und deklaratorischen Eintragungen. Was bedeutet das? Fragen Sie sich jetzt, tja, das wüssten wir alle gerne. Konstitutiv heißt, wenn es eingetragen wird, entsteht die Tatsache, dann gilt das. Und solange es nicht im Register steht, gilt es nicht. Das heißt konstitutiv. Die Eintragung wirkt rechtsbegründend. Was ist das zum Beispiel? Die Gründung einer GmbH. Nach § 11 GmbH-Gesetz, den Sie intensiv mit Herrn Koch noch wochenlang besprechen werden, wenn Sie mal Gesellschaftsrecht hören, ist es so, dass vor der Eintragung einer GmbH die GmbH schlicht nicht besteht. Steht im Gesetz ausdrücklich drin, 11 Absatz 1 GmbH-Gesetz, vor der Eintragung keine GmbH. Dann der Kannkaufmann. Auch da, solange er nicht eingetragen ist, ist er kein Kaufmann. Mit der Eintragung wird er Kaufmann. Das heißt, die Eintragung macht ihn zum Kaufmann, verändert also seine Rechtsposition, also ist sie konstitutiv. Und last but not least, unser M&A-Fall von eben, auch da, nur dann, wenn es eingetragen ist, können Sie sich darauf berufen, dass Ihre Haftung beschränkt ist. Wenn nichts drinsteht, haften Sie auch für die alten Schulden mit Ihrem gesamten Privatvermögen. Demgegenüber deklaratorische Tatsachen. Und wenn Sie eine einzige Sache hier mitnehmen, dann merken Sie sich, es ist fast alles deklaratorisch. Die Eintragung hat fast nie rechtsbegründende Wirkung. 99,9% der Fälle sind rein deklaratorisch. Wir werden da sehen, den Ist-Kaufmann zum Beispiel. Der Ist-Kaufmann, Sie erinnern sich düster, § 1, der heißt deshalb Ist-Kaufmann, weil er Kaufmann ist. Und der Ist-Kaufmann, egal ob er eingetragen ist oder nicht eingetragen ist. Wenn er nicht eingetragen ist, ist das böse, aber er bleibt Kaufmann. Er ist automatisch Kaufmann, Kraftgröße. Wir werden in 2 Wochen uns beschäftigen mit der Prokura. Die Prokura heißt nichts anderes als Vollmacht, wenn ich Ihnen sage, Sie dürfen mich vertreten. Auch die entsteht allein dadurch, dass ich sage, ab sofort sind Sie Prokurist. Ich muss Sie aber eintragen. Wenn ich es nicht mache, ist das zwar böse, aber Sie sind trotzdem Prokurist. Allein durch die Aussage. Oder für die Leute, die demnächst Gesellschaftsrecht lernen wollen, wenn Sie in eine OHG eintreten als Gesellschafter, werden Sie Gesellschafter durch einen schlichten Beitrittsvertrag. Sie sagen, ich will dabei sein und die anderen sagen, du bist dabei, das ist ein Vertrag mit 3 oder 4 oder 5 Parteien, aber es ist ein normaler Vertrag. Und dann sind Sie in dem Moment schon Gesellschafter. Sie müssen das zwar eintragen lassen, wenn Sie es aber nicht machen, passiert Ihnen dadurch nichts anderes. Sie bleiben OHG-Gesellschaft, auch wenn Sie nicht eingetragen sind. Also eine Sache merken Sie sich, fast alles ist deklaratorisch. So, nachdem wir jetzt diese Begriffe haben, merken Sie sich also eintragungspflichtig und eintragungsfähig und konstitutiv und deklaratorisch.
Wenn Sie die vier Sachen nicht gemerkt haben, haben Sie schon mal 80% erledigt. Jetzt kommt der Rest. Wir gucken in Paragraph 15 HGB. Und von 15 HGB müssen sich nur die ersten drei Absätze merken. 1, 2 und 3. Mehr nicht. Und wir fangen praktischerweise mit Absatz 1 an. Und Absatz 1 verlangt zunächst, das sehen Sie hier, eine einzutragende Tatsache oder, um es anders auszudrücken, eine eintragungspflichtige Tatsache. Ja? Erstes Tatbestandsmerkmal, eintragungspflichtige Tatsache. Zweites Tatbestandsmerkmal, die darf nicht eingetragen und bekannt gemacht sein. Ja? Wenn die nicht eingetragen und bekannt gemacht ist, kann sich niemand darauf berufen. Anders ausgedrückt, wenn Sie Kaufmann sind und im Handelsregister eingetragen sein müssten, nach § 1 Absatz 2, können Sie sich nicht darauf berufen, dass Sie Kaufmann sind, solange es nicht im Register steht. Ja, weil es müssen Sie eintragen, es steht nicht drin, also können Sie sich darauf berufen. Ausnahme wieder wie in unserem 173 BGB von eben, wenn man es weiß, braucht man keinen Gutglaubensschutz. Also wenn der andere sicher weiß, dass Sie Kaufmann sind, kann er sich nicht darauf berufen, dass Sie kein Kaufmann sind. Hier aber nicht kennen müssen, sondern nur Kenntnis. Einfache Regelung. Ja, sagen Sie einfach mal ja. Das bezeichnet man als Publizität und zwar konkret als negative Publizität. Negativ, dann wissen Sie, laut der Gegenbegriff, positiv. Negativ heißt es deshalb, weil es um das Schweigen des Registers geht. Das Register sagt nichts, das schweigt. Wenn das Register was sagt, haben Sie positive Publizität. Schweigen. Ich habe Ihnen, damit Sie es in der Klausur auch perfekt hinkriegen, dieses tolle Prüfungsschema aufgeschrieben. Erste Voraussetzung, eintragungspflichtige Tatsache. Nicht eintragungsfähig, eintragungspflichtig. Zweite Voraussetzung, entweder ist die Tatsache nicht eingetragen oder sie ist nicht bekannt gemacht. Wenn es an einem von beiden fehlt, können Sie 15.1 anwenden. Drittens, der Dritte muss gutgläubig sein. Gutgläubig heißt hier nur positive Kenntnis. Das heißt, wenn er sicher weiß, dass es falsch ist, hat er Pech gehabt. Wenn er zweifelt, egal. Wenn er extreme Zweifel hat, egal. Wenn er ganz extreme Zweifel hat, auch egal. Wenn es so ist, dass es jedem Blinden sich aufdrängen müsste und er sagt, ich bin trotzdem blöd, immer noch okay. Ja? Also nur dann, wenn Sie nachweisen können, der weiß das, hat er Pech gehabt. Dann brauchen Sie immer Kausalität. Das heißt, es muss irgendeine Auswirkung aufs Geschäft gehabt haben. Sie erinnern sich, bei unserem Autounfallsbeispiel hat es nie Kausalität. Weil der Autounfall wäre auch geschehen, wenn Sie es gewusst hätten. Und die Rechtsfolge ist, die Tatsache, die nicht im Register steht, gilt als nicht vorhanden. Sie tun so, als wäre er nicht Kaufmann, Sie tun so, als wäre er nicht Prokurist oder als wäre er immer noch Prokurist. Klar das System? Was nicht im Register steht, gilt als nicht vorhanden. Ja? Wenn das Register schweigt, gilt die Tatsache als nicht vorhanden. Das ist nicht so schwierig. Das ist hier etwas schwieriger, weil wir dazu ins Gesetz gucken müssen. Und wir gucken mal ins Gesetz und gucken mal bei Paragraph 52, müsste, nee, 53 müsste das sein. Und da finden wir mit etwas Glück diese Regelung. Diese Regelung. Die Erteilung der Prokura ist von den Inhaber des Handelsgeschäfts zur Eintragung des Handelsregisters anzumelden. Und dann, das Erlöschen der Prokura ist in gleicher Weise wie die Erteilung zur Eintragung anzumelden. Die Regelung ist nicht schwierig. Absatz 1 sagt, ich muss die Erteilung einer Prokura eintragen. Absatz 2 sagt, ich muss das Erlöschen der Prokura eintragen. Soweit klar? Das ist keine schwierige Regelung, was immer eine Prokura auch ist. Jetzt, P wird von der A GmbH Prokura erteilt.
aber nicht eingetragen. Das heißt, was müsste jetzt im Register eigentlich drinstehen? Er hat Prokura, steht in § 53 Absatz 1. Dann wird die Prokura widerrufen. Was müsste dann im Register drinstehen? Er hat keine Prokura. Was steht jetzt wirklich im Register drin? Nichts. Also stimmt die eingetragene Lage mit dem überein, was die Wahrheit ist? Hat er Prokura? Nein, denn sie ist widerrufen. Steht Prokura im Register? Nein. Also unser Ergebnis, was kommt raus? Steht genau das drin, was drin stehen muss. Der P geht trotzdem hin und schließt einen Kaufvertrag mit X. Und jetzt möchte gerne X von der A GmbH Zahlung des Kaufpreises aus 433.2. Jetzt fragen Sie sich, hä? Und Sie wissen alle, was ist die Anspruchsgrundlage 433.2? Da haben Sie schon mal die halbe Klausur mit gelöst, wenn Sie das rausgefunden haben, steht eine Frage drin. So, dann wissen Sie auch alle, was man dafür braucht, nämlich was braucht man? Ja. Einen wirksamen Kaufvertrag. Der setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus. Die eine heißt Antrag und die andere heißt Annahme. Und welche Willenserklärung könnte hier ein Problem sein? Das ist ja jetzt nicht so überraschend eigentlich. Ja? Die der A GmbH hier vielleicht durchsteht. Genau. Die A GmbH selber hat keine Willenserklärung abgegeben. Sie könnte aber vertreten worden sein durch P. Was brauchen wir dafür? Eine eigene Willenserklärung? Ja, der durfte das ja noch nicht mal. In fremden Namen, der hat gesagt, im Namen der A GmbH. Und wir brauchen Vertretungsmacht. Und Vertretungsmacht setzt voraus eine Vollmacht. Das kennen wir, 167 BGB. Wir haben aber eben gehört, hier gab es keine Vollmacht, hier gab es eine Prokura. Und alle fragen sich jetzt die ganze Zeit schon, was erzählt er hier von Prokura? Und deshalb gucken wir auch mal wieder ins Gesetz, was nicht schlecht ist. Und entdecken da § 49. Die Prokura ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. Das soll bedeuten, die Prokura ist eine Vollmacht, die zu allen Rechtsgeschäften ermächtigt, die irgendein Handelsgewerbe mit sich bringt. Das heißt, wenn er Prokura hätte, hätte er auch Vertretungsmacht. Soweit klar? Aber was wissen wir hier im Sachverhalt? Jetzt kommt die brillante Umwechselmethode, Sie sehen, toll. Hat er hier noch eine Prokura, auf die er sich berufen kann? Nein. Nein, die ist widerrufen worden, Sie kennen das alle aus dem BGB, 168 Satz 2, die Vollmacht kann widerrufen werden, ist hier widerrufen worden, also keine Vollmacht. Und damit wird der Fall normalerweise gelöst, aber jetzt kommt unser toller 15 Absatz 1, der sagt nämlich was? Keiner weiß, was im 15 Absatz 1 drinsteht, ich blende ihn nochmal ein. Sagen Sie, ja? Der sagt ja eigentlich, dass eine einzutragende Teilsache, wie das zum Beispiel ist die Prokura zu widerrufen, wenn sie nicht eingetragen wird, nicht gilt. Und dadurch ist der, hat er ja eine Prokura. Ja, 15 Absatz 1 sagt, wenn im Register eine einzutragende Tatsache fehlt, dann ist hier er so zu behandeln, als wäre die einzutragende Tatsache nicht eingetreten. Das heißt, als wäre der Widerruf nicht erfolgt. Also hätte er weiterhin Prokura. Wo liegt unser Problem, wenn wir das machen? Das ist das Problem. Worauf will er sich denn hier berufen? Denn die Prokura selber steht auch nicht im Register. Das heißt, im Register steht drin, er hat nichts, weil der Name gar nicht auftaucht. Er hat auch nichts, das heißt, was im Register steht, entspricht der Wahrheit. Klar? Das Register sagt nichts über Prokura, er hat auch keine Prokura, also entspricht das Register der Wahrheit. Anders ausgedrückt, warum soll er eintragen, ich habe eine Prokura widerrufen, die noch nicht mal eingetragen war? Das irritiert die Leute ja nur, ich habe die Prokura widerrufen, die eigentlich hier gar nicht drin steht.
Was sagen Sie zu diesem Dilemma? Das ist der Wortlaut der Norm. Unter den subsumieren wir gerade, falls Sie jetzt verwirrt sind, warum das hier auf der Folie steht. Das ist der Wortlaut. Welches Ergebnis ist das Gerechte oder das Richtige? Kann ich mich darauf berufen, dass der Widerruf nicht drinsteht, wenn schon die Erteilung fehlt? Ja, in der Tat, wenn der Geschäftspartner vorher schon wusste, dass der Prokurer hat, weil es ihm mitgeteilt worden ist zum Beispiel oder weil er schon öfter Geschäfte gemacht hat, kann er eigentlich davon ausgehen, dass er weiter besteht. Und wenn er dann hypothetisch ins Register geguckt hätte, hätte das seinen guten Glauben an den Fortbestand der unveränderten Lage nicht mehr beeinflussen können. Ja, aber jetzt, was sagen Sie dazu? Hat er hier guten Glauben? Wissen wir nicht. Und nun? Ja. Ja, wenn man jetzt vom Normalzustand, sage ich jetzt mal, ausgeht, dass die beiden noch nichts miteinander zu tun hatten, und wenn jetzt gegenseitig ins Handelsregister guckt und dann sieht, dass da gar nichts steht, dann kann man ja gar kein Vertrauen fassen, dass es so richtig ist, wie es da steht. Wie es jetzt zum Beispiel wäre, wenn die Prokura nur eingetragen und nicht widerrufen worden wäre. Und dann wäre es ja eigentlich ein falsches Ergebnis auf die Prokura, von der keiner eigentlich was weiß, sich berufen zu können. Ja. Der Kollege sagt, das Hauptproblem ist, in der Prokura, im Register steht nichts drin, also worauf soll man sich verlassen, wenn das schon nicht da drin steht, wenn das unbekannte Leute sind, gibt es da gar keinen Anknüpfungspunkt für ein Vertrauen, also warum soll der hier geschützt werden? Ja, und jetzt kommt das entscheidende Argument, dass das immer hilft bei 15 HGB, was ist denn der Sinn dieser Regelung? Er hat einen Doppelsinn. Der erste Sinn ist in der Tat, dass wir die ganze Zeit diskutieren, wir wollen denjenigen schützen, der Geschäftspartner ist. Der andere Sinn ist aber ein hinterhältiger. Wir wollen die Leute dazu bringen, dass sie ihre Pflichten gefälligst erfüllen. Es sind eintragungspflichtige Tatsachen. Und wenn jemand seine Eintragungspflichten nicht erfüllt, soll der bestraft werden. Und die Bestrafung besteht hier unter anderem darin, dass er dem Risiko ausgesetzt ist, dass Leute ihm das entgegenhalten, weil es nicht eingetragen ist. Das heißt, die beste Art, eine Pflicht zu erzwingen, ist, wenn ich irgendwas Schlimmes dranhänge. Ich kann es strafrechtlich belangen. Oder ich kann hier in dem Fall sagen, wenn du darauf vertraust, bist du schutzwürdig. Und deshalb sagt man, gewährt 15 ein völlig abstraktes Vertrauen, unabhängig davon, ob ich den Rechtschein kenne, denn niemand zahlt 4,50 Euro, bevor er ein Auto verkauft. Niemand guckt im Handelsregister nach. Das ist ein rein hypothetischer Gutglaubensschutz. Und dieser Vertrauensschutz, der abstrakte Vertrauensschutz, dient vor allen Dingen dazu, die Eintragungspflichten durchzusetzen. Das heißt für unseren Fall, er hätte den Widerruf eintragen lassen müssen. Dadurch, dass er ihn nicht eingetragen hat, kann der andere davon ausgehen, dass die Prokura noch besteht, denn sie bestand einmal, unabhängig davon, ob er wusste, dass sie jemals bestand. Das Einzige, was der andere nachweisen könnte, ist, dass er weiß, dass der Widerruf erfolgt ist. Nur wenn der Geschäftspartner vom Widerruf weiß, ist er nicht schutzbedürftig. Ansonsten kann er sich immer auf diese Tatsache berufen, auch wenn er die voreintragungspflichtige Tatsache im Register nicht entnehmen kann. Ja, merken Sie sich also, 15 hat auch einen erzieherischen Effekt, er will die Eintragungspflichten durchsetzen. So, nachdem das letztes Mal so brillant daneben gegangen ist, versuchen wir es nochmal mit der Abstimmung und wir gucken mal, ob das diesmal besser klappt. Ja, so müde hier. Was? Schon wieder? Bei Handelsrecht 2016? Na gut, dann machen wir das nicht. Dann verpassen Sie jetzt dieses Highlight des heutigen Tages. Und wir machen weiter mit 15 Absatz 2 HGB. 15 Absatz 2 HGB, hier ist der Wortlaut wieder, setzt voraus, ist die Tatsache eingetragen und bekannt gemacht worden, so muss ein Dritter sie gegen sich gelten lassen. Die Tatsache, was die Tatsache ist, ist nicht so ganz klar.
Einerseits könnte man die Tatsache auf Absatz 1 beziehen, weil Absatz 1 sagt, eine einzutragende Tatsache. Dann sagt Absatz 2, ist diese einzutragende Tatsache eingetragen worden, ist es okay. Man kann es aber auch so verstehen, dass es meint, irgendeine Tatsache, dann geht es auch um eintragungsfähige Tatsachen. Sie müssen das in der Klausur nicht wissen, können Sie im Forum nachlesen, warum. Ich kann zusammenfassen, es gibt keinen einzigen klausurrelevanten Fall, wo es auf die Anwendbarkeit dieser Regelung auf eintragungsfähige Tatsachen ankommt. Also es reicht, dass Sie hier sagen, wir brauchen eine eintragungspflichtige Tatsache. Und dann ist es einfach, Sie brauchen die richtige Eintragung und die richtige Bekanntmachung. Was regelt das jetzt in unserem tollen System? Einfach, es regelt nicht die negative Publizität, sondern die positive Publizität. Und die Aussage ist schlicht, die Bekanntmachung gilt als richtig. Ne? Das ist nicht schwierig. Prüfungsschema. Wir brauchen eine eintragungspflichtige Tatsache. Die muss in Angelegenheiten des Anspruchstellers einzutragen sein. Wir brauchen die Eintragung und Bekanntmachung. Dann brauchen wir keine Kausalität für irgendwas. Und wir haben diese komische Ausnahme bei der Schonfrist bei fehlendem Kennen müssen. Kennen müssen bedeutet hier infolge von Fahrlässigkeit nicht kennen. Das heißt, es darf keine Chance geben, dass er die einzutragende Tatsache in Erfahrung bringt. Wie wir eben oder wie wir letzte Woche gesehen haben, gibt es das Handelsregister aber im Internet. Und das heißt, jeder Mensch kann theoretisch für 4,50 Euro auf seinem Smartphone nachgucken, ob die Tatsache eingetragen ist oder nicht. Und damit ist es grundsätzlich nie unmöglich. Und bei Anwendung im Verkehr erforderlichen Sorgfalt kann ich immer nachgucken. Das heißt, diese Ausnahme läuft faktisch leer. Einzige Ausnahme könnte sein, wenn Sie irgendwo in Deutschland sind und kein Internet haben und keinerlei Möglichkeit darauf zuzugreifen und Sie müssen den Vertrag sofort schließen und können das nicht ein bisschen hinauszögern. Dann mag es anders sein. Oder wenn das Internet kaputt ist, also nicht nur bei Ihnen, sondern das ganze Internet, ja? Also wenn das ganze Internet kaputt ist, dann mag es anders sein. Aber sonst nicht. Ja, um Ihnen zu zeigen, wie schwierig das ist, habe ich diesen tollen Fall aus dem Hut gezaubert. Wir haben eine offene Handelsgesellschaft. Und die wichtigste Norm, die Sie dabei lernen müssen, das können Sie bei Herrn Koch eine ganze Woche lang lernen, kann ich Ihnen in einer Minute sagen, 128 Satz 1 HGB. 128 Satz 1 HGB und er sagt einfach, die Gesellschafter einer OHG haften mit ihrem gesamten Privatvermögen bis zum letzten Sparstrumpf für die Schulden der Gesellschaft. Das sagt die. Und jetzt zu unserem tollen Fall, damit der Fall spannend wird. Die OHG besteht aus A und B, das heißt ja zwei Gesellschafter, und die fälschen zusammen die Unterschrift von einem C. C wie Christian oder Christoph. Und C soll damit Gesellschafter der OHG werden und aus irgendeinem Grunde schaffen die auch, dass es im Register eingetragen wird. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen letztes Mal schon gesagt, Eintragungen brauchen öffentliche Beglaubigung, das heißt, die müssen beim Notar gewesen sein, also das schlichte Fälschen der Unterschrift reicht nicht. Sie müssen auch den Notar irgendwie überzeugen, dass das wirklich so ist, aber mit genug Aufwand kriegt man das vielleicht hin. Und jetzt steht der C im Handelsregister. Und jetzt unser toller Fall, es kommt jemand und sagt, wunderbar, ich habe noch Schulden. Ihr habt noch Schulden bei mir und jetzt ist ein Neuer dabei, von dem hole ich mir das Geld. Und der muss zahlen wegen 128 Satz 1, denn er ist Gesellschafter einer OHG und die Gesellschafter haften für alle Schulden. Frage, ist das richtig? Hat er damit recht? Kaufpreisschuld heißt ein Anspruch aus 433.2. Der besteht auch gegen die OHG. Fraglich ist nur, ob der C auch für die Schulden der OHG haftet. Er haftet, wenn er Gesellschafter der OHG ist. Gesellschafter wird man durch Abschluss eines Vertrages.
Hat er hier einen Vertrag geschlossen mit A und B? Ein Beitrittsvertrag? Ja, nein. Nein, hat er nicht. Frage, wie könnte er noch haften oder warum? Ja? Ja, er könnte ja so haften, dass er richtig ins Handelsgesetz eingetragen ist als Gesellschafter dieser OHG. Ja, es könnte ja ein Fall von 15 Absatz 2 HGB vorliegen. Das setzt voraus, dass er wirklich Gesellschafter der OHG ist und als solcher eingetragen worden ist. Ist das der Fall? Nee, er ist keiner, er wurde nur eingetragen. Ja, damit hat 15 Absatz 2 HGB hier keinerlei Bedeutung, nützt uns also schlicht nichts. Aber wenn es einen 15 Absatz 2 gibt, gibt es dann auch noch einen 15 Absatz 3. Ich habe gesagt, drei Absätze müssen die kennen. Das ist dann der letzte. 15 Absatz 3 setzt voraus eine einzutragende Tatsache und die ist diesmal unrichtig bekannt gemacht. So kann sich ein Dritter demjenigen über, dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen war, auf die unrichtig bekannt gemachte Tatsache berufen, es sei denn, dass er die Unrichtigkeit kannte. Um wieder auf unser tolles Schema zurückzukommen, Sie erinnern sich, dieses brillante Schema, ist das negative oder positive Publizität? Negativ oder positiv? Ja. Genau, positiv, weil man darauf vertraut, was im Register steht. Das heißt, wir haben eine positive Publizität in Bezug auf die unrichtige Bekanntmachung. Auch dazu wieder unser Prüfungsschema. Wir brauchen eine eintragungspflichtige Tatsache. Wir brauchen eine unrichtige Bekanntmachung. Unrichtig ist sie nicht etwa nur dann, wenn sie von der Eintragung abweicht, sondern unrichtig ist sie dann, wenn sie von der Wahrheit abweicht. Was eingetragen ist, spielt überhaupt keine Rolle. Es kann gar nichts eingetragen sein, es kann das Richtige eingetragen sein, es kann was Falsches eingetragen sein, es kann das Bekanntgemachte eingetragen sein, es kann auch was ganz anderes eingetragen sein. Die Eintragung spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, die Bekanntmachung ist falsch. Ja? Es geht nur um die Bekanntmachung, die Eintragung spielt überhaupt keine Rolle. Nächste Voraussetzung, Gutgläubigkeit, genau wie in Absatz 1, nur positive Kenntnis schadet. Selbst wenn es ziemlich offensichtlich ist, dass es falsch ist. Selbst die offensichtliche Falschheit der Tatsache nützt nichts. Wenn jemand so blöd ist, dass er es nicht erkennt, ist er schutzbedürftig. Nur wer es weiß, wird nicht geschützt. Ja? Dann, Kausalität ist nicht erforderlich. Auch hier wieder das Argument, er muss nicht ins Register gucken. Niemand guckt ins Handelsregister. Niemand liest die Bekanntmachung. Es reicht allein der Umstand, dass es die falsche Bekanntmachung gibt. Auch wenn ihn nie jemand gesehen hat. Pech gehabt. Und hier unten steht streitig Veranlassungsprinzip. Ja? Streitig, Sie denken sich, hä? Was heißt das? Also streitig heißt, es gibt zwei Meinungen. Und Veranlassungsprinzip gucken wir uns jetzt mal an. Sie erinnern sich an unseren Fall von eben. Wie komme ich da jetzt wieder hin? So? Ja. Nein? So. Ja. Also, A und B haben hier die Unterschrift von C gefälscht. Jetzt, wenn wir diesen Fall uns angucken und ihn subsumieren unter dieses Prüfungsschema, das ich Ihnen eben angezeigt habe, was kommt dann da raus? Ja, ich zeige Ihnen das nochmal. Dieses tolle Schema. Ja? Dass der C das beachten müsste. Ja. Wir haben den C und die Eigenschaft als OHG-Gesellschafter ist eine eintragungspflichtige Tatsache. Ja? Das heißt, erstes Merkmal plus. Unrichtig bekannt gemacht? Ja, denn wir haben eben festgestellt, er ist nicht Gesellschafter, er hat keinen Vertrag geschlossen. Aber laut Register hat er einen. Drittens, Gutgläubigkeit, der Geschäftspartner wusste hier schlicht gar nichts. Kausalität ist nicht erforderlich. Also, wenn wir das so durchgehen, hat er Pech gehabt und würde haften.
Das würde bedeuten, wenn irgendjemand es schafft, Ihren Namen ins Handelsregister reinzukriegen, haften Sie für alles. Oder steht in der Norm ausdrücklich so drin? Dieses Ergebnis finden manche Leute schlecht und ungerecht. Wenn die nämlich hier in Köln beim Handelsregister Karnevalsparty feiern, sagen wir am 11.11. und einer stürzt da auf den Computer und dann auf einmal kommen 1000 neue Änderungen irgendwo oder Namen werden vertauscht, dann soll das sozusagen das Problem des Handelsregisters sein und nicht das Problem der eingetragenen Leute. Denn es kann nicht erwartet werden, dass Sie ständig gucken, ob irgendwas über Sie im Handelsregister steht. Das würde ja auch nur Zeit kosten. Sie wissen ja gar nicht, wo Sie gucken müssen. Deshalb gibt es schlaue Leute und die sagen, wir müssen das teleologisch reduzieren. Und den Anlass dafür finden Sie im BGB wieder. Sie erinnern sich, wir haben eben mal geguckt in 172, 170, 171. All diese Normen setzen voraus, dass der Vertretene irgendwas getan hat. Er muss eine Außenvollmacht erteilt haben. Er muss die Bevollmächtigung kundgemacht haben. Er muss gesagt haben, ich habe schon jemanden bevollmächtigt oder eine Urkunde ausgestellt haben. In all den Fällen hat er was Böses getan. Oder um noch weiter zurückzugehen, Sie kennen das mit der abhanden gekommenen Willenserklärung. Sie müssen das irgendwie zurechenbar verursacht haben. Oder beim fehlenden Erklärungsbewusstsein. Sie müssen irgendwie den Rechtsschein einer Willenserklärung hervorrufen haben. Diesen Gedanken ziehen die hier heran und sagen, ich muss irgendwie das Ganze mit verursacht haben. Und nur dann hafte ich auch, wenn ich irgendwas dafür kann, dass ich da eingetragen worden bin. Es muss nicht vorsätzlich sein, es reicht, wenn ich es irgendwie verursacht habe. Wenn ich also irgendeinen Kontakt mit dem Handelsregister habe, muss ich gucken, dass die auch das eintragen und bekannt machen, was ich denen gesagt habe und nicht irgendwas anderes. Wenn ich mit denen gar nichts zu tun habe, muss ich nicht nachgucken. Jemand, der mit dem Handelsregister nie was zu tun gehabt hat, muss nicht ständig nachprüfen, ob er eingetragen ist. Das ist Meinung 1. Ja? Meinung 1, klar. Meinung 2 sagt, das wäre Quatsch. Denn erstens, im Gesetz steht es nicht drin. Schon mal ein gutes Argument. Zweitens, der Sinn des Ganzen ist, dem Handelsregister soll man blind vertrauen dürfen. Und wenn man das nicht mehr kann, weil es auf Veranlassung ankommt, die nicht im Register drin steht, dann wäre dieser Schutz unvollständig und der Wert des Ganzen würde erheblich in den Keller gehen. Drittes Argument, wenn ich das Veranlassungsprinzip habe, habe ich immer noch einen Unsicherheitsmoment. Und das kostet alle Beteiligten Zeit und Geld. Wer Handelsregister hat, soll halt das Risiko tragen, dass er eingetragen ist. Das kann man dahinter im Innenausgleich wieder geltend machen. Da kann man den Staat verklagen, weil die mich eingetragen haben, den Notar, der meine Identität nicht geprüft hat, oder hier A und B, die beide Schweine waren und Urkunden gefälscht haben. Aber es kann nicht sein, dass es zulasten des Geschäftspartners geht, der ja nichts davon weiß. Die herrschende Meinung sagt trotzdem, ohne Veranlassung geht es nicht, weil das andere wäre verfassungswidrig, weil das würde in das Eigentum eingreifen gezielt und das geht nicht, dass man hier sagt, jeder liegt im Risiko, dass der Staat einem das Geld wegnimmt oder in dem Fall andere das Geld wegnehmen durch eine Registereintragung. Ja? Ja. Dass man geboren worden ist, ist auch schuld, wenn man... Nein. Also die Veranlassung meint in der Tat, ich muss irgendwie diesen Geschehensablauf in Gang gesetzt haben durch mein Verhalten. Also nicht durch meine Existenz, sondern ich muss ein Verhalten gehabt haben, was dazu geführt hat. Also ich muss irgendwie denen die Idee gegeben haben, gesagt haben, ihr könntet ja auch eine Urkunde fälschen. Also wenn ich sowas gemacht habe, wäre das schlecht. Also wenn ich hier sozusagen zu inspiriere oder wenn ich selber Kontakt mit dem Register habe in einer anderen Angelegenheit, dann muss ich aktiv werden, sonst nicht. Also sowas wie zum Beispiel, man begegnet sich auf der Straße und sagt, wir machen eine Unterschriftensammelaktion und unterschreibst da, das reicht jetzt nicht unbedingt aus. Das würde nicht unbedingt ausreichen, abgesehen davon, es hätte auch nicht die Form, die man bräuchte für dafür. Wir brauchen einen Notar. Also wenn ich gerade Notar Unterschriften sammelt, wird das schwer. Ja, letzter Fall zu 15. Der Kaufmann meldet die Erteilung der Prokura an P an. Also Sie sehen, diesmal wurde der 53 Absatz 1 mal eingehalten. Das Registergericht trägt zwar zutreffend P ein, macht aber versehentlich bekannt, dass die Prokura an X
einen ehemaligen Angestellten des K., den dieser wegen unzulässig gekündigt hatte, erteilt wurde. In der Folge schließt X im Namen des K. mit V. einen Kaufvertrag über 1.000 Kisten Papier für 50.000 Euro. Kann V. von K. Abnahme und Bezahlung des Papiers verlangen? Ja? Dafür müsste ja X wirksam vertreten haben. Ja. Den Kaufmann K. Ja. Das könnte, also dafür bräuchte er eine eigene Willenserklärung, die haben wir hier. Im Fremdenamen haben wir auch. Vertretungsmacht, die könnte aus der Prokura, aus der bekanntgemachten Prokura stammen. Also er hat keine Prokura. Ja. Da er gar nicht eingetragen ist. Und er hat aber, es ist aber die Bekanntmachung der Prokura stattgefunden. Nach herrschender Meinung bräuchte man aber eine, sage ich mal, Verschulden des Ks. Das haben wir ja hier nicht, weil es ja eigentlich nur ein Fehler des, des Amtes ist, von wozu K gar nichts kann. Ist das so, dass der K sozusagen fein raus ist? Was kann man dem K vorwerfen? Ja? Dass er nicht auf die Bekanntmachung reagiert hat. Der hätte also selber gucken müssen, ist wirklich das, was ich angemeldet habe, bekannt gemacht worden. Der Vorwurf ist also hier das Unterlassen sozusagen. Er hat das Ganze in Gang gesetzt und hat es dann außer Hand gelegt. Das heißt, hier haben wir eine ganz extreme Veranlassung. Er hat sogar den Antrag gestellt. Es war dummerweise den richtigen Antrag, der falsch umgesetzt worden ist, aber das reicht. Also die typische Veranlassung ist, ich stelle einen Antrag und es kommt was anderes raus, als ich wollte. Ja? Also Sie müssen immer damit rechnen, dass die Leute beim Registergericht schlecht arbeiten und irgendwas anderes eintragen. Ihr könnt auch sagen, Kontrolle ist besser. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Gorbatschow. So, was regelt, nicht der Wodka, der Politiker, was regelt 15 Absatz 3 HGB nicht? Ja, wenn Sie jetzt genau überlegt haben, eine Lücke haben wir noch. Wir haben die unrichtige, wir haben das Schweigen des Registers, wenn was nicht drinsteht, weil es entweder nicht eingetragen wurde oder nicht bekannt gemacht wurde. Wir haben die richtige Eintragung und richtige Bekanntmachung und wir haben die unrichtige Bekanntmachung. Was fehlt? Ja? Keine Bekanntmachung. Keine Bekanntmachung, ja. Wenn keine Bekanntmachung erfolgt, dann passiert auch nichts Schlimmes, dann passiert wahrscheinlich gar nichts. Was haben wir auch nicht? Rein schematisch. Dass etwas eingetragen worden ist, das heißt, es steht was drin, und dass was richtig bekannt gemacht worden ist, aber dass es falsch eingetragen worden ist. Also wir haben eine unrichtige Eintragung, aber eine richtige Bekanntmachung. Wenn die Eintragung unrichtig ist und die Bekanntmachung unrichtig ist, ist kein Problem. Wenn die Eintragung richtig ist, die Bekanntmachung unrichtig ist, ist auch kein Problem. Wenn die Bekanntmachung richtig ist und die Eintragung falsch ist, haben wir eine Regelungslücke. Weil das Gesetz dazu weder in 15.1, noch in 2, noch in 3 was sagt. Und wie lösen wir diesen Fall? Tja. Gucken Sie sich diesen tollen Fall ein. Die A GmbH will P als Prokuristen eintragen lassen. Aufgrund eines Registerfehlers wird jedoch nicht P, sondern X eingetragen. Der X wird eingetragen, bekannt gemacht wird aber zutreffend P. Ja, also es steht, er sagt, ich möchte gerne P, es wird bekannt gemacht, P, eingetragen ist X. Und der X schließt einen Darlehensvertrag mit G, und der G will jetzt die Rückzahlung des Darlehens von der A GmbH. Wie ist die Rechtslage? Endlich mal kein Kaufvertrag. Anspruchsgrundlage für die Darlehensrückzahlung, nur mal so als Test. Ah, Darlehen. H
haben sie letztes Semester gemacht. Ganz intensiv mit Herrn Greiner. Können sich gar nicht mehr daran erinnern, so toll hat er das gemacht. Das haben sie toll gemacht, sicher, das wissen sie jetzt alle. Darlehen. Rückzahlung. Ich habe was in der Vorlesung gemacht, ganz sicher. Und der Greiner hat das auch gemacht, auch ganz sicher. Ja? Ja, 488 Absatz 1 Satz 2. Daraus ergibt sich ein Anspruch auf Rückzahlung der Darlehenssumme. Die Frage ist, liegt hier überhaupt ein Darlehensvertrag zwischen G und der AGmbH ein Darlehensvertrag vor? Das setzt voraus zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme. Und wir haben hier ein Problem, mit welcher Willenserklärung? Diese Fälle sind nicht sehr spannend. Mit der Willenserklärung der AGmbH, sie hat selber keine abgegeben, könnte aber durch X vertreten sein. Ja. Dafür bräuchten wir von X eine eigene Willenserklärung, die haben wir, in fremden Namen haben wir auch, mit Vertretungsmacht. Das ist problematisch. Es könnte, X hat keine Vertretungsmacht. Ja. Könnten aber einen Rechtsschein haben. Ja. Durch die eingetragene, durch die Prokura, die im Register für X eingetragen ist. Mhm. In Fall 1 ist die Prokura auch kausal für das Geschäft geworden, mhm, weil G davon Kenntnis hatte. Mhm. Und die, der Rechtsschein ist auch von P, nee, von der A-Gesellschaft. Kausal, mhm, ausgegangen, da sie auch hier wieder die Eintragung nicht überprüft hat. Genau. Also, der einfache Fall ist das, was hier in Klammern 1 steht. In dem Fall haben wir eine Willenserklärung des G. Wir haben keine Willenserklärung der AGmbH, die könnte aber wirksam vertreten worden sein durch den X. Eigene Willenserklärung haben wir, in fremden Namen haben wir, Problem Vertretungsmacht. X hatte keine Prokura, er hatte auch keine Vollmacht, er könnte aber aufgrund von Rechtsscheinsvertretung befugt sein. Sie erinnern sich, Anscheinsvollmacht, Duldungsvollmacht. Das setzt voraus, dass es zumindest einen Rechtsschein gab. Hier gab es die Eintragung, es gab keine positive Kenntnis, es gab auch keine fahrlässige Unkenntnis, es wurde auch im Vertrauen auf die Eintragung gehandelt und damit Pech gehabt. Ja, damit Anscheinsvollmacht. Plus. Soweit klar? Der entscheidende Unterschied ist in Fall 2, wenn die AGmbH, wenn der G nicht ins Handelsregister geguckt hat, verlässt er sich nur auf die Aussage des X. Er vertraut also darauf, was X ihm erzählt. Es kann aber jeden Tag jemand auf Sie zukommen und sagen, guten Tag, ich vertrete hier RTL, wollen Sie nicht bei Germany's Next Topmodel mitmachen, an dieses Pro7, wollen Sie nicht hier bei die Supernanny mitmachen? Und dann sagen Sie ja. Ob der wirklich RTL vertritt, wissen die damit aber noch lange nicht. Allein aufs Gerede von jemandem zu vertrauen, ist relativ müßig. Das begründet keine Anscheinsvollmacht. Das Prüfungsschema ist dabei immer das gleiche. Sie brauchen einen objektiven Rechtsscheinstatbestand, irgendwas, worauf Sie vertrauen können. Und im konkreten Fall ist das die falsche Eintragung im Handelsregister. Denn was im Register steht, erweckt immer ein Vertrauen. Das muss zurechenbar veranlasst worden sein oder zurechenbar die Beseitigung unterlassen worden sein. Das heißt, er muss die Gelegenheit gehabt haben, das richtig zu stellen. Und das ist der wesentliche Unterschied zu allen Schemata, die wir bisher hatten. Der Dritte muss das wissen. Nur wer ins Register guckt, kann auf die Eintragung vertrauen. Auf die Bekanntmachung dürfen Sie vertrauen, auch wenn Sie die nie gesehen haben. Auf die Eintragung dürfen Sie nur vertrauen, wenn Sie die auch wirklich nachgeschlagen haben. Bekanntmachung ohne Lesen, Eintragung nur mitlesen. Klar der Unterschied? Und das ist ein Sonderfall, hier in dem Fall der Anscheinsvollmacht. Das heißt,
wir sagen, der Anschein ist nicht nur wiederholte Geschäfte, sondern auch Eintragung ins Register. Das ist genauso schlimm, als hätte er schon mehrfach Verträge abgeschlossen. Letzter Punkt, die Rosinentheorie. Rosinentheorie, spannend, klingt lecker. Worum geht es da? Jetzt wird es ganz, ganz schwierig. Jetzt müssen Sie genau aufpassen. Jetzt wird es ganz, ganz schwierig, weil jetzt machen wir das ganze Gesellschaftsrecht in 5 Minuten. Also alles, das ganze Semester in 5 Minuten. Wir haben diesen komplexen Fall. Für die ABC-OHG. Die heißt deshalb ABC-OHG, weil die 3 Gesellschafter hat, nämlich A, B und C. Und der Gesellschaftsvertrag sagt, die wird vertreten durch A und B zusammen. Gesamtvertretung. C darf dagegen nicht vertreten. Warum nicht? Weil der C doof ist. Der C ist zwar reich, aber der hat von Geschäften keine Ahnung und deshalb soll er auf keinen Fall vertreten. Soweit klar der Fall bisher? Der B scheidet aus der Gesellschaft aus. Das wird aber im Handelsregister nicht eingetragen. Das heißt, wer ist jetzt noch Gesellschafter? A und C. Jetzt geht der A hin und kauft alleine ohne B und ohne C für die OHG bei G einen Pkw für 20.000 Euro. Und unsere Frage ist, haftet der B? Ja, jetzt sind Sie total verwirrt, weil dieser Fall total schwierig ist. Der ist auch wirklich schwierig, weil so viele Leute beteiligt sind. Wir brauchen dafür zunächst mal einen wirksamen Kaufvertrag zwischen der OHG und G. Ja, einen wirksamen Kaufvertrag zwischen der OHG und G. Und was ein wirksamer Kaufvertrag voraussetzt, ist nicht so schwer. Er setzt nämlich voraus 2 übereinstimmende Willenserklärungen. Auch das kriegen wir noch hin. Dazu Zweifel bisher? Nein. Die Willenserklärung des G ist nicht unser Problem. Die Frage ist, haben wir eine wirksame Willenserklärung der OHG? Und jetzt kommt die Pointe dieses Falles. Jetzt sind nämlich alle total verwirrt schon. Hä? Hier ist doch gar kein Prokurist und gar kein Vertreter. Eine OHG hat ein Problem. Eine OHG kann nicht alleine handeln. Eine OHG braucht irgendjemanden, der sie vertritt, weil es ein rechtliches Konstrukt ist. Und sie wird vertreten originär durch ihre Gesellschafter. Und wer, in welchem Umfang und wie viele da sind, das kann man vereinbaren. Und hier im konkreten Fall haben die vereinbart, Gesamtvertretung durch A und B, das heißt, 2 müssen zusammenkommen. Es reicht nicht, wenn einer kommt, es müssen 2 zusammenkommen. Das haben die im Vertrag vereinbart. Frage, ist die OHG in diesem Fall wirksam vertreten worden? Wenn wir sagen, dass sie zusammenarbeiten müssen, dann ja nicht. Dann ja nicht, weil nämlich laut Vertrag müssen A und B zusammenkommen. Aber es kommt ja nur A, also fehlt B. Soweit klar? Das ist nicht schwierig, oder? Bisher ist es aber schwieriger. Wo stellt sich das praktische Problem? Warum kommt denn der B nicht? Hat er keine Lust? Ja, weil der B ja praktisch gar nicht mehr Gesellschafter ist und damit auch gar nicht mehr vertretungsberechtigt ist. Ja, der B ist gar nicht mehr Gesellschafter, der hat damit gar nichts mehr zu tun, der vertritt die Gesellschaft nicht mehr. Und nun ist es aber juristisch so dummerweise, irgendjemand muss die Gesellschaft ja vertreten können. Ja? Sonst wird ja völlig handlungsunfähig. Also greift dann die gesetzliche Regel und die gesetzliche Regel sagt, jeder Gesellschafter darf alleine vertreten. Das heißt, wenn die eigentliche Regel, die wir vereinbart haben, unwirksam ist, gehen wir aufs Gesetz zurück, ist genauso wie im AGB-Recht. Das Gesetz sagt, wenn halt nicht möglich, dann darf jeder alleine vertreten. Also für unseren Fall bedeutet das, genau, A hat wirksam vertreten, weil A und B zusammen geht gar nicht mehr, damit ist die Regelung unwirksam. Damit gilt das Gesetz und das Gesetz sagt, jeder darf alleine. Also kann A alleine vertreten. Soweit klar? Jetzt wird der Fall aber noch schwieriger, denn er will ja nicht Zahlung von A und auch nicht Zahlung von C, sondern er will Zahlung von B. Und wir haben eben gelernt, vor ungefähr 8 Minuten,
Die wichtigste Norm im ganzen Gesellschaftsrecht ist für Sie 128 Satz 1. Und der sagt, wann hafte ich für Schulden der Gesellschaft? Ja? Nur dann, wenn ich Gesellschafter der Gesellschaft bin. Was haben wir gerade festgestellt? Was ist mit B der Fall? Er ist nicht Gesellschafter, aber er könnte sich so behandeln lassen müssen, weil er noch eingetragen ist. So ist es. Er ist nicht mehr Gesellschafter. Also B ist nicht mehr Gesellschafter, aber nach unserem Paragraphen 15 Absatz 1, den wir eben gehabt haben, wenn etwas nicht eingetragen ist, kann ich mich darauf berufen. Es hätte eingetragen werden müssen, dass er nicht mehr Gesellschafter ist. Das ist aber nicht passiert. Also muss ich die OAG so behandeln lassen, als wäre er noch Gesellschafter. Also haftet er nach 128 Satz 1 HGB, weil er noch als Gesellschafter gilt. Bisher klingt das alles noch ganz toll. Aber wenn Sie genau aufgepasst haben, in meiner brillanten Subsumption, haben Sie vielleicht ein Problem gesehen. Wo liegt das Problem? Ja. Wenn der G ins Handelsregister reingeguckt hätte, hätte er gesehen, es gibt drei Gesellschafter und die OAG muss von zweien vertreten werden, nämlich A und B. Dann hätte er also gewusst, wenn nur A kommt, kann gar kein Vertrag zustande kommen. Also kann er nicht darauf vertrauen, was im Register steht. Hätte er nicht ins Register geguckt, hätte auch nicht darauf vertrauen können, dass der B-Gesellschafter ist. Also, er kann das nicht so kombinieren. Sehen Sie das praktische Problem? Er versucht hier sozusagen Rosinenpickerei. Er hat also diesen schönen Stuten, sehen Sie das? Und er nimmt dann, wie so Kinder das immer machen, das Brot nimmt er weg und knibbelt dann die Rosinen da so raus. Er sagt sozusagen, das Beste von allen Ecken will ich haben und den ekligen Hefeteig mag ich nicht. Und deshalb esse ich nur die Rosinen aus dem Stuten. Und jetzt kommt die spannende Frage, darf er das? Kann er also kombinieren die Lügengeschichte mit der Wahrheit, beliebig? Also oben subsumiert er die Wahrheit und unten subsumiert er die Lüge. Geht das? Bei Tatbestandsmerkmal 1 tun wir so, als wäre die wahre Rechtslage der Fall und unten tun wir so, als wäre doch, was im Register steht, der Fall. Im selben Tatbestand wohlgemerkt. Ja, wir prüfen eine Norm durch und oben machen wir A und unten machen wir B. Also so ein bisschen gemischt. Vielleicht so ein bisschen Teigmischung. Kurze Vermutung, vielleicht könnte das, weil er beim Vertragsabschluss davon ausgeht, okay, die Gesellschaft ist jetzt vielleicht eine Zeit in der Lage dabei zu sein, weil er eine größere Krankheit hat, aber dennoch im Register steht und dafür haftet. Das würde aber nichts nützen. Also wenn er nur krank wäre, müsste er trotzdem kommen. Krankheit entschuldigt nicht. Koma wäre schlecht, wir müssen den Vertrag ändern. Ja, also die herrschende Meinung sagt hier das Ähnliche, was wir oben bei der voreintragungspflichtigen Tatsache haben. Es guckt eh niemand ins Register. Aber wir wollen die Leute dafür bestrafen, dass sie ihre Pflicht nicht erfüllen. Und die Pflicht hier ist, sich eintragen zu lassen. Und diese Pflicht wurde nicht erfüllt und dafür müssen die gerade stehen. Und die wirksamste Sanktion dafür besteht darin, dass man sagt, dann kann man das auch kombinieren. Ihr könnt also oben Wahrheit, unten Lüge und dann nochmal Wahrheit und nochmal Lüge und nochmal Wahrheit und nochmal Lüge. Das könnt ihr beliebig aneinander hängen. Das ist wie ein Puzzle, wo man jedes Teil austauschen darf. Warum? Weil diejenigen, die ihre Pflicht nicht erfüllen, nicht schutzwürdig sind. Erstes Argument, wer seine Pflicht nicht erfüllt, bedarf keines Schutzes. Zweites Argument, es ist ein abstrakter Vertrauensschutz, das heißt, es kommt nicht darauf an, ob er reingeguckt hätte oder nicht. Und dann kann man auch beliebig abstrakt sagen, bei jedem Tatbestandsmerkmal beurteilt man das anders. So, das ist 15 HGB und das ist die allerwichtigste Norm im HGB und die wird uns in diesem Semester ungefähr noch 35 Mal begegnen, Sie können mitzählen. Wenn Sie diesen 15 HGB verstanden haben, dann haben Sie eigentlich das ganze Handelsrecht verstanden, dann gibt es nicht mehr viel Spannendes, was man Ihnen erzählen kann. Aber 15 HGB, ganz, ganz wichtig.
Ende. Aber nicht Ende unserer Veranstaltung, sondern es geht jetzt weiter nahtlos mit BGBAT. Der Vertragsschluss, Willenserklärung und Schweigen. Das haben Sie alles schon im ersten Semester gemacht. Und um es Ihnen etwas spannender zu machen, fangen wir an mit, was sind Handelsgeschäfte? Um wieder auf unser Juristenausbildungsgesetz zurückzukommen, Sie müssen wissen, allgemeine Vorschriften über Handelsgeschäfte. Und die finden Sie ganz schnell, die stehen nämlich im 4. Buch des HGB. Also Sie wissen, BGB hat 5 Bücher und im HGB finden Sie im 4. Buch nicht das Familienrecht, sondern die Handelsgeschäfte. Und Handelsgeschäfte sind einfach Regelungen, die sagen, welche Besonderheiten zum BGB gelten für Geschäfte der Kaufleute. Ja, also einfach. Ich habe auch schon hingewiesen in der ersten Stunde darauf, das HGB hat Vorrang. Also immer dann, wenn im HGB was drinsteht, verdrängt das das BGB. Für Sie bedeutet das, alles, was Sie im ersten Semester gelernt haben, können Sie hier anwenden, haben wir eben schon gesehen. Antrag, Annahme. Es gilt auch, Verträge kommen auch im Handelsgesetzbuch durch 2 übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Antrag und Annahme. Und last but not least, wir können immer dann HGB anwenden, wenn wir eine Regelung finden. Was ein Handelsgeschäft ist, habe ich auch schon mal erwähnt. Sie sehen, das ist hier so ein bisschen die Veranstaltung für Früh-Alzheimer. Es wird alles 10-mal wiederholt. Wir fangen an mit, wir brauchen einen Kaufmann. Was ein Kaufmann ist, haben wir in der ersten Stunde ewig lange besprochen. In der zweiten Stunde auch. Erinnern Sie sich düster daran? Ja. Dann brauchen wir ein Geschäft. Geschäft meint hier nicht unbedingt Willenserklärung, Geschäft meint auch geschäftsähnliche Handlungen, alles, was irgendwie rechtlich relevant ist. Das muss zum Betrieb eines Handelsgewerbes gehören und die Abgrenzung ist, es darf nicht zur Privatsphäre gehören. Wenn also der Kaufmann sich abends eine Flasche Wein kauft, um die zu Hause auszutrinken, handelt er nicht als Kaufmann, sondern als Privatmann. Und wenn er sich dann noch irgendwie einen Film ausleiht in der Videothek, handelt er auch noch als Privatmann. Und wenn er sich eine Pizza bestellt, handelt er auch als Privatmann. Wenn er dagegen neue Möbel für sein Büro bestellt, handelt er als Kaufmann. Wichtig, juristische Personen haben kein Privatleben. Das geheime Privatleben deutscher GmbHs ist kein Bestseller. Das gibt es nicht. Also GmbHs haben kein Nachtleben. Auch Personenhandelsgesellschaften, OHGs und KGs, haben kein Privatleben. Das heißt, diese Abgrenzung müssen Sie nur diskutieren, wenn es um einen Einzelkaufmann geht, um einen Menschen. Um Ihnen das in der Klausur ganz einfach zu machen, gibt es in 344 Absatz 1 eine Vermutung. Das heißt, Sie müssen noch nicht mal subsumieren, Sie können sagen, es wird vermutet. Nur dann, wenn es Zweifel gibt, müssen Sie subsumieren. In der Klausur braucht diese Definition ungefähr 2 Sätze. Es liegt ein Handelsgeschäft vor. Punkt. Um Ihnen zu zeigen, was da drin steht, von einem Kaufmann vorgenommene Rechtsgeschäfte gelten im Zweifel als zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehörig. Also, das kriegen Sie hin. Jetzt wird es interessanter. Auf ein Handelsgeschäft, das für einen der beiden Teile ein Handelsgeschäft ist, kommen die Vorschriften für beide Teile gleichmäßig zur Anwendung, soweit sie nicht aus diesen Vorschriften ein anderes ergibt. Hä? Das soll bedeuten, wenn Sie bei einem Kaufmann etwas kaufen, ja, also beim Kaufmann was kaufen, dann gelten die Vorschriften des HGBs auch für Sie. Außer das HGB sagt, wir brauchen ein zweiseitiges Handelsgeschäft. Also die HGB-Vorschriften gelten auch dann, wenn Sie als Privatperson, als Verbraucher bei einem Kaufmann etwas kaufen, dann werden Sie dem HGB unterworfen. Aber nur, wenn nicht drinsteht, ein zweiseitiges Handelsgeschäft. Soweit klar? Na, so schwierig ist das nicht.
So, und damit kommen wir jetzt endlich zu unserem Hauptprogramm des Abends, nämlich zu dem Thema der Vertragsschluss. Vertragsschluss, Sie erinnern sich düster, zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Das HGB hat zunächst mal Auslegungsregeln parat. Gucken wir uns gleich an. Es gibt dann etwas, das nennt sich Handelsbräuche. Dann gibt es Schweigen auf bestimmte Anträge und last but not least das kaufmännische Bestätigungsschreiben. Diese vier Punkte machen wir jetzt in den nächsten 5 Minuten. Auslegungsregeln. Fangen wir an mit 361 HGB, Maß, Gewicht, Währung, Zeitrechnung und Entfernungen, die an dem Orte gelten, wo der Vertrag erfüllt werden soll, sind im Zweifel als die vertragsmäßigen zu beachten. Was soll das heißen, außer dass es verquert formuliert ist? Es soll bedeuten, es gibt Regionen in Deutschland, wo man komische Ausdrücke zu verwenden pflegt. Und wenn man da irgendwie sagt, was weiß ich, der sächsische Meter ist nur 99 Zentimeter, dann gilt der sächsische Meter als vereinbart, wenn der Vertrag in Sachsen geschlossen ist. Dasselbe, wenn man irgendwelche Minuten, Sekunden oder anderen Zeiteinheiten hat, wenn man eine Währung hat, also wenn man einen Vertrag in Frankreich schließt und sagt in Franc, dann meint man wohl alte französische Franc, ist auch ein schlechtes Beispiel. Nein, wenn man einen Vertrag in USA schließt, in Dollar, meint man wohl US-Dollar und nicht kanadische Dollar, australische Dollar, Hongkong-Dollar oder sonst irgendwelche Dollars. Das sagt diese Norm. Also eine unheimlich wichtige Norm, wie Sie sehen, mit einem großen Anwendungsbereich. Wenn Sie einen Vertrag in Amerika abschließen, geht es um US-Dollar. Wenn Sie einen Vertrag in Kanada abschließen, kanadische Dollar, in Australien, australische Dollar. Ja? Wichtig, nicht unbedingt der Ort des Vertragsschlusses, sondern der Ort, wo der Vertrag erfüllt werden soll. Und Sie wissen, das haben Sie letztes Semester gemacht, der Vertrag wird da erfüllt, wo die Leistungshandlung vorgenommen werden soll. Das heißt, da kommt wieder Bringschuld, Hohlschuld, Schickschuld. Bei der Bringschuld, da wo Sie sind, bei der Hohlschuld, da wo der Verkäufer ist und bei der Schickschuld auch da, wo der Verkäufer ist. Unheimlich tolle Norm. Wahrscheinlich hatte ich jetzt eh schon wieder vergessen. Noch dramatischer, 359. Ist eine Frist von 8 Tagen vereinbart, so sind hierunter im Zweifel volle 8 Tage zu verstehen. Was will uns das sagen? Mein Vater sagt zum Beispiel, Freitag in 8 Tagen, würde er heute sagen. Und damit meint er den Freitag übernächste Woche. Sie können aber 10-mal nachrechnen, in 8 Tagen ist nicht Freitag. Und diese Norm sagt uns, 8 Tage meint 8 Tage und nicht irgendwas anderes. Zweitens, Absatz 1, ist als Zeit der Leistung Frühjahr oder Herbst oder ein ähnlicher Zeitpunkt bestimmt, so entscheidet im Zweifel der Handelsgebrauch des Ortes der Leistung. Das heißt, die Frage ist, wo beginnt der Herbst, also wann beginnt der Herbst, wann beginnt der Frühling? Und die Aussage ist, da wo die Leute am Leistungsort sagen, dass Herbst ist. Nicht da unbedingt, wo die Sache ankommt. Also wenn Sie Sachen nach Australien verkaufen, würden Sie sagen, jetzt ist Herbst bei uns, in Australien aber nicht. Unheimlich wichtige Regelung, Sie sind ganz begeistert, ich sehe schon, die Aufmerksamkeit steigt. Ich bin ja ganz entsetzt, das ist so spannend hier gerade. Gut, nachdem ich Sie damit nicht vom Hocker reißen konnte, machen wir weiter mit den Handelsbräuchen. 346 HGB sehen Sie auf dieser Folie, der sagt, unter Kaufleuten ist in Ansehung der Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen auf die im Handelsverkehre geltenden Gepflogenheiten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen. Das kennen Sie aus dem BGB, da heißt es, Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Die Verkehrssitte unter Kaufleuten ist im Wesentlichen das, was der Handelsbrauch ist. Es ist aber stärker als die Verkehrssitte, weil das Bemerkenswerte ist, ein Handelsbrauch ist für die Kaufleute bindend, auch wenn sie keiner von beiden kennt. Also wenn keiner der beiden Leute den Brauch kennt, ist es trotzdem für beide verbindlich. Das kriegen Sie bei 157 nicht hin. Ein Handelsbrauch setzt voraus, dass er zumindest eine gewisse Weile lang auch wirklich ausgeübt wird. Und dass die Leute ihn auch anerkennen und nicht einfach nur sagen, das machen wir so, Zufall. Sondern es muss wirklich so sein, dass sie sagen, das machen wir hier immer so. Es muss eine gewisse Tradition haben.
Wenn es so ist, dass es üblich ist, dass eine bestimmte Sache so gemacht wird, gibt es dann eine Vermutung, dass die Parteien das auch so wollten. Das ist die schlichte Aussage von 3.46. Die bemerkenswerten Erkenntnisse sind, wenn ich von dem Brauch nichts weiß, Pech gehabt, gilt er trotzdem. Wenn ich irgendwie einen coolen Ausdruck verwenden will, sowas wie FOB, ja, FOB heißt Free on Board, und mir denke, das bedeutet eine bestimmte Sache, und es heißt was anderes, habe ich Pech gehabt als Kaufmann. Also wer coole Ausdrücke verwendet, muss nicht wissen, was sie bedeuten. Die einzige Ausnahme ist, wenn der eine es weiß und der andere nicht, und der eine reibt sich schon die Hände und sagt, ha, hast einen richtigen Ausdruck verwendet, ja, ja, kriegst du jetzt. Also, wenn ich das mache, dann nicht, aber sonst gilt immer der Handelsbrauch, auch wenn ich ihn nicht kenne. Handelsbräuche sind abzugrenzen persönlich, das heißt nach der Branche. Es gibt andere Bräuche unter Fischhändlern als unter Möbelproduzenten. Bei Fischhändlern mag es sein, dass man sagt, jeder zehnte Fisch muss gammelig sein. Bei Möbelhändlern ist das nicht der Fall. Dann, das Ganze gilt nur für Kaufleute. Sie müssen sich also nicht darum kümmern. Wenn Sie nicht Kaufmann sind, interessiert Sie der Handelsbrauch nicht. Voraussetzung für die Anwendung von Handelsbräuchen ist, dass beide Parteien Kaufmann sind. Ebenso fallen darunter aber Personen, die wie Kaufleute am Geschäftsverkehr teilnehmen. Das heißt einerseits die Scheinkaufleute, die erinnern sich daran, andererseits aber auch Kleingewerbetreibende, die in der Branche tätig sind. Also der kleine Fischhändler kann nicht sagen, ich bin zu klein, ich kenne das nicht. Weiterhin örtlich. In Hamburg sind andere Sachen auf dem Fischmarkt üblich als in Bonn. Warum? Weil da harte Sitten herrschen. Und maßgeblich ist grundsätzlich der Ort, wo die typische Vertragshandlung vorgenommen wird, oder der Ort, wo beide Parteien sich gemeinsam aufhalten. Also zwei Hamburger, da geht man davon aus, die wissen schon die Hamburger Gebräuche. Ein Hamburger und ein Münchner, die haben nichts gemeinsam, da kann man sich nicht auf gemeinsame Gebräuche berufen. Außer der Fisch soll halt in Hamburg ausgeliefert werden, dann gilt wieder Hamburger Sitte. Der Handelsbrauch ist nachrangig gegenüber Individualabreden, gegenüber zwingendem Recht und gegenüber AGB. Er ist aber vorrangig vor dispositiven Normen. Das ist bemerkenswert. Das heißt, wenn das Gesetz sagt, es wird grundsätzlich vermutet A und B, oder wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt das und das, dann kann es sein, dass es in einer bestimmten Branche nicht üblich ist. Zum Beispiel kann es sein, dass es nicht üblich ist, auf eine Mahnung zu warten, dass direkt Zinsen gezahlt werden. Es ist zum Beispiel üblich, dass man rügt oder nicht rügt. Auch das kann durch Üblichkeiten gestaltet werden. Wenn ein Recht verzichtbar ist, würde der Handelsbrauch sich durchsetzen. Das heißt, wenn die ganze Branche das eine gewisse Zeit lang macht, ist das Gesetz sozusagen verdrängt. Der Handelsbrauch geht vor das Gesetz. Um Ihnen zu zeigen, wie verwirrend das ist, habe ich diesen kuriosen Fall herausgesucht. Es gibt das Reisebüro, und das heißt deshalb EK, weil es ein eingetragener Kaufmann betreibt. Und das hat im Hotel Merkur in Hamburg Zimmer für eine Reisegruppe reserviert, die Bestellung aber wieder annulliert. Und der Hotelbetreiber verlangt den Übernachtungspreis abzüglich ersparter Eigenaufwendungen. Ein Rücktrittsrecht war nicht vereinbart. Und das Reisebüro verweist auf einen Handelsbrauch, nachdem ein Reiseveranstalter bis zu 3 Wochen vor Ankunft kostenfrei stornieren kann. Dann hat der Hotelier Pech gehabt. Der Hotelier hat deshalb Pech gehabt, weil der Hotelbetreiber Kaufmann ist, das Reisebüro Kaufmann ist und deshalb hier eine Kündigung möglich ist, ohne dass irgendwas bezahlt werden muss. Obwohl das BGB das so vorsieht, das BGB wird verdrängt durch das, was in der Branche üblich ist. Und selbst dann, wenn die Partei das nicht weiß und damit auch keine Willenserklärung in der Hinsicht abgegeben hat. Handelsbrauch setzt sich durch gegen BGB. Ja, ich habe Ihnen auch gesagt, es gibt die sogenannten Incoterms. Die Incoterms sind eine Art AGB. Da gibt es ein Regelwerk, wo drin steht, was gilt. Und da gibt es so coole 3 Buchstabenabkürzungen, zum Beispiel FOB, das heißt Free on Board.
Das sind Modifikationen zu dem, was Sie gelernt haben letztes Semester mit Hohlschuld, Bringschuld und Schickschuld. FOB heißt zum Beispiel, der Verkäufer trägt die Gefahr, bis es auf dem Schiff gekommen ist. Konkret bis über die Reling. Ja? Also sobald es über die Reling des Schiffes ist und wenn es dann kaputt geht, hat der Käufer Pech gehabt. Wenn es vor der Reling kaputt geht, muss der Verkäufer nochmal liefern und die Gefahr trägt er. Der Käufer muss also zahlen, sobald die Sache über die Reling des Schiffes ist. Egal, ob das Schiff sinkt, die Sache beim Ausladen kaputt geht oder ähnliches, das ist das Risiko des Käufers. Der Verkäufer hat auch keine Pflicht, die Ware zu versichern. Das heißt, FOB heißt bis zum Schiff und dann ist es deine Sache. Auch wenn das Schiff dir nicht gehört. Klar? Dann gibt es CIF, Cost Insurance Freight. Cost Insurance Freight heißt, der Verkäufer hat nicht nur die Pflicht, bis zur Reling am Schiff, sondern bis zum Zielhafen zu liefern. Nicht bis zum Käufer selber, also keine echte Schickschuld bis zum Ende, aber bis zum Hafen, wo der Käufer sitzt. Der Verkäufer muss außerdem den kompletten Transport bezahlen und der Gefahrübergang tritt bereits mit Verladung ein, aber der Verkäufer muss die Ware auf dem Transport versichern. Sie können sich vorstellen, es gibt viele dieser denkbaren Varianten und alle regeln, wann die Gefahr übergeht, wer versichern muss, wer die Kosten trägt. Und wenn Sie den falschen Code verwenden und sagen, CIF steht in dem Ding drin und wissen nicht, was es bedeutet, haben Sie trotzdem Pech gehabt. Es gilt das, was die allgemeine Vorgabe ist, die in diesen Inco-Terms geregelt ist. Ja, also wenn Sie diese Codes beherrschen, dann sind Sie Profi. Wenn Sie nicht beherrschen, haben Sie Pech gehabt. So, letzter Punkt für heute. Wir müssen noch was Tolles für nächste Woche aufheben. 362 HGB. Sie erinnern sich düster ans erste Semester. Schweigen heißt weder Ja noch Nein. Schweigen heißt schlicht nichts. Sie haben weiterhin letztes Semester nochmal 241a BGB gesagt, wo drin steht, durch das schlichte Zusenden unbestellter Ware kommt kein Vertrag zustande. Auch das kennen Sie alle hoffentlich jetzt inzwischen. Nicht so spannend. Schweigen hat eine Bedeutung, wenn vereinbart worden ist, solange du nichts sagst, wird so weiter beliefert. Typischer Fall ist halt Zeitschriftenabo. Treu und Glauben. Wenn man erwarten kann, dass sie reagieren und wenn sie nicht reagieren, heißt das Ja. Oder wenn es im Gesetz steht, zum Beispiel bei 516 Absatz 2, wenn man ihr eine Frist setzt, will sie das Geschenk haben, ja oder nein, und sie sagen nichts, heißt das nicht antworten, dass sie das Geschenk annehmen. Haben sie auch letztes Semester gemacht. Im HGB gibt es diese tolle Regelung. Und die ist ganz schwierig zu lesen. Erste Voraussetzung, Kaufmanne. Ja, geht einem Kaufmann, dessen Gewerbebetrieb die Besorgung von Geschäften für andere mit sich bringt, ein Antrag über die Besorgung solcher Geschäfte von jemandem zu, mit dem er in Geschäftsverbindung steht, so ist er verpflichtet, unverzüglich zu antworten. Sein Schweigen gilt als Annahme. Das Gleiche gilt, wenn einem Kaufmann ein Antrag über die Besorgung von Geschäften von jemandem zugeht, dem gegenüber er sich zur Besorgung solcher Geschäfte erboten hat. Satz 1 sagt also, wenn Sie Ihrer Bank was sagen und sagt, überweist das Geld, dann muss die Bank sagen, nein, mache ich nicht, sonst gilt das als Annahme des Überweisungsauftrags. Das ist die schlichte Aussage. Es gibt dieses tolle Schema. Wir brauchen einen Kaufmann, wir brauchen die Besorgung von Geschäften, wir brauchen den Zugang eines Antrags und wir brauchen eine bestehende Geschäftsverbindung. Es gibt einen typischen Fehler, den die Studenten immer machen. Wichtig ist der Punkt Römisch 2. Das gilt nur für Verträge über Besorgung von Geschäften. Es geht nicht um Lieferung von Waren oder irgendwas. Es geht nur um Dienstleistungsverträge. Ja? Gut. Dann haben wir den Stoff für heute erledigt und wir sehen uns dann am kommenden Montag wieder.